Also, sehr schön, dass so viele da sind. Das freut mich sehr. Ich bin die Isabel und ich mache heute eine kleine Runde Atemtechnik mit euch. Wir haben ja gerade schon gehört, okay, ja, machen wir eigentlich den ganzen Tag. Manchmal vergessen was. Und es ist eigentlich eher etwas, was unterbewusst abläuft, was wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber die Atmung hilft uns auch super gut, um einmal im Moment anzukommen, weil wir haben die Atmung immer dabei. Das ist ein super gutes Tool, was man in allen Situationen eigentlich anwenden kann. Wenn man jetzt im Stau steht und sich über andere Verkehrsteilnehmer aufregt, hat man die Atmung mit dabei, ist man auf der Arbeit und es stresst einen gerade in der Situation, kann man auch einmal einchecken und das Bewusstsein auf die Atmung legen. Oder eben auch in anderen Bereichen, in der Freizeit beispielsweise auch. Und deswegen leite ich das Ganze einmal an. Sie müssen nichts machen, außer sich durchleiten lassen von mir. Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Dabei sehr gerne die Augen schließen, weil hier ist so viel Trubel noch drumherum, dass man da einfach ganz bei sich bleibt. Versteht mich jeder gut? Spreche ich laut genug? Okay, super. Sehr schön. Dann gerne einmal bequem machen auf dem Stuhl. So gut wie es geht. Wer will, darf sich auch auf den Boden setzen, legen, was auch immer. Und genau, die Maulbeeren könnten tatsächlich auf ihn landen. Vorhin hatten wir einen Highscore von 5 während der Session. Aber ja, einfach ignorieren, da kann gar nichts groß passieren. Genau, dann einmal die Augen schließen und mit der Aufmerksamkeit einmal erst bei sich ankommen. Ganz egal, was jetzt vielleicht im Drumherum für Geräusche noch sind. Ob ein Zug kommt oder nicht, ganz egal. Okay. Und dann darf jeder für sich einmal einen Check-in machen. Einen Check-in, wie es einem gerade geht. Wie hoch das Stresslevel ist. Darf jeder für sich einmal bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. Das muss man auch gar nicht jetzt irgendwie teilen. Das darf jeder für sich einfach festlegen. 10 ist ganz stark. Also ich bin unfassbar gestresst und 1 ist, ich bin eigentlich gerade relativ entspannt, mir geht es auch super gut. Einmal für sich festlegen. Okay, sehr schön. Und dann einmal mit der Aufmerksamkeit zu der Atmung gehen. Bedeutet, achten Sie jetzt einmal darauf, wie sich mit jeder Einatmung die Lunge mit Sauerstoff füllt. Und wie mit jeder Ausatmung die ganze Luft auch wieder hinausströmt. Die Atmung darf dabei ganz ruhig fließen. Da müssen Sie jetzt gar keinen Einfluss drauf nehmen. Und dann spüren Sie einmal, wie mit jeder Einatmung sich der Brustkorb hebt. Und sich mit jeder Ausatmung der Brustkorb wieder senkt, die Luft durch die Nase hinausströmt. Und mit der nächsten Einatmung dürfen Sie einmal die Hände auf Ihren Bauch legen, wenn Sie möchten. Und dann atmen Sie jetzt ganz bewusst in Ihren Bauch ein. Dass sich mit jeder Einatmung die Bauchdecke hebt und wie sich mit jeder Ausatmung die Bauchdecke auch wieder senkt, wie der Bauchnabel wieder Richtung Wirbelsäule geht. Sie dürfen den Atem ganz natürlich fließen lassen, brauchen da keinen Einfluss darauf nehmen. Nur darauf achten, wie sich mit jeder Einatmung die Bauchdecke hebt. Und mit jeder Ausatmung sich die Bauchdecke wieder senkt. Sehr gut. Jeder für sich noch 2 Atemzüge. Und dann dürfen Sie anschließend die Hände einmal aufs Brustbein legen. Das ist so in Höhe vom Herzen. Einmal die Hände auflegen. Und jetzt atmen Sie einmal bewusst in Ihr
Brust oder in ihren Brustkorb ein. Das heißt, mit jeder Einatmung hebt sich der Brustkorb, das Brustbein, die Rippen öffnen sich, Schultern und Nacken sind dabei aber ganz entspannt. Und mit jeder Ausatmung senkt sich der Brustkorb wieder. Und einatmen in ihrem Rhythmus, hineinspüren, wie sich der Brustkorb hebt. Und wie es sich mit jeder Ausatmung wieder senkt und der Sauerstoff durch die Nase hinausströmt. Sehr gut. Jeder in seinem Tempo noch zwei Atemzüge. Und wenn Sie soweit sind, dann dürfen Sie die Hände auf die Beine legen und oder einfach ganz entspannt ablegen, so wie es sich für Sie gut anfühlt. Und dann dürfen Sie jetzt so atmen, wie es sich für Sie gut anfühlt. Das heißt, entweder in den Brustkorb oder in den Bauchraum. Oder vielleicht ist es auch eine Mischung bei Ihnen. Kann auch sein. Einfach die Atmung ganz natürlich fließen lassen. Okay, und während Sie das machen, erkläre ich einmal kurz, was als nächstes folgt. Und zwar ist das eine Atemtechnik, die nennt sich das Box Breathing. Und dabei atmen Sie über 4 Sekunden gleich ein, dann wird die Atmung angehalten für 4 Sekunden. Sie atmen für 4 Sekunden wieder aus und für 4 Sekunden wird die Atmung wieder angehalten. Sie müssen dabei auch gar nicht nachdenken, ich sage das alles an, wann Sie einatmen, wann Sie halten, wann Sie ausatmen. Und auch das ist nochmal eine Möglichkeit, um den Parasympathikus anzusprechen, dass das Nervensystem quasi runterfährt und sie dadurch dann entspannt und weniger Stress empfinden lässt. Okay, wir starten mit einer ersten Runde und Sie atmen jetzt ein über 4, 3, 2, 1, halten für 4, 3, 2, 1, ausatmen für 4, 3, 2, 1, anhalten für 4, 3, 2, 1 und wieder einatmen für 4, 3, 2, 1, anhalten für 4, 3, 2, 1 und vollständig ausatmen. Noch 3, 2, 1, anhalten für 4, 3, 2, 1 und wieder vollständig einatmen für 4, 3, 2, 1, anhalten für 4, 3, 2, 1, ausatmen für 4, 3, 2, 1 und nochmal die Luft anhalten für 3, 2, 1. Noch 2 Durchgänge von diesem Kreis. Einatmen über 4, 3, 2, 1, anhalten für 4, 3, 2, 1, ausatmen 4, 3, 2, 1, anhalten für 4, 3, 2, 1, ein Durchgang noch, einatmen für 4, 3, 2, 1, anhalten für 4, 3, 2, 1, vollständiges Ausatmen, noch 4, 3, 2, 1 und anhalten für 4, 3, 2, 1 und die Atmung jetzt ganz natürlich wieder fließen lassen. Sehr gut. Lassen Sie gerne die Augen noch geschlossen, dass Sie mit der Aufmerksamkeit nach wie vor bei sich bleiben. Einfach die Atmung jetzt natürlich fließen lassen. Einmal durchatmen im eigenen Rhythmus. Und dann machen wir kurz noch einen zweiten Durchgang von der Methode. Nehmen Sie noch 2 Atemzüge in Ihrem eigenen Rhythmus. Und
Dann geht es mit der zweiten Runde los. Wir machen auch 2 Runden insgesamt. Danach haben sie es geschafft. Also einmal einatmen über 4, 3, 2, 1. Atmung anhalten. Für 4, 3, 2, 1. Ausatmen. Für 4, 3, 2, 1. Und anhalten. Noch 4, 3, 2, 1. Vollständig wieder einatmen. 4, 3, 2, 1. Anhalten. Für 4, 3, 2, 1. Vollständiges Ausatmen. 4, 3, 2, 1. Und anhalten. Für 4, 3, 2, 1. Noch 2 Durchgänge. Einmal einatmen. Für 4, 3, 2, 1. Anhalten. 4, 3, 2, 1. Und wieder ausatmen. Für 4, 3, 2, 1. Atmung anhalten. Für 4, 3, 2, 1. Noch einmal einatmen. Für 4, 3, 2, 1. Atmung anhalten. Für 4, 3, 2, 1. Und wieder ausatmen. Für 4, 3, 2, 1. Und noch einmal anhalten. Für 4, 3, 2, 1. Und den Atem wieder ganz natürlich fließen lassen. In Ihrem ganz eigenen Rhythmus. Entweder in den Brustkorb oder in den Bauch. Und dann einmal nochmal eine Check-in, ein ganz persönliches Check-in, wie es Ihnen jetzt geht. Wie ist Ihr persönliches Stresslevel jetzt nach diesen Atemübungen? Das heißt, einmal wieder bewerten auf der Skala von 1 bis 10, jeder für sich. Und dann einmal einchecken, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? Geht es mir vielleicht besser? Ist es gleich geblieben? Geht es mir schlechter dadurch? Bin ich vielleicht viel gestresster? Und dann dürfen alle noch einmal die Augen geschlossen halten und mir über Handzeichen symbolisieren, okay, hat es was gebracht? Geht es mir jetzt besser? Daumen nach oben bedeutet, ja, es geht mir besser. Daumen in der Mitte ist, ja, genauso wie vorher. Daumen nach unten ist, bin viel gestresster wie vorher. Okay, darf jeder mir einmal ein Handzeichen geben? Okay, super. Es geht keinem schlechter, das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann dürfen Sie alle die Augen wieder öffnen und langsam wieder im Hier und Jetzt ankommen.